It's Tooltime, heute mal wieder ein Unboxing mit Labern, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und ja, als erstes schießt man durchs Bild. Es gibt wieder Strapse, die schönen, also die finde ich ganz gut. Und die gibt es bei Scientology, bei dem tollen Laden. Wisst ihr jetzt mittlerweile, wen ich da meine. Und ja, aber das eigentliche Unboxing ist an für sich. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, Werbung kann ich ein bisschen machen, da zeige ich gleich noch was dazu. Ja, der Postbote hat sich bestimmt gewundert, was da drin ist. Es fasst sich so ein bisschen wabbelig an, sage ich mal. Und das hat auch prima eine Briefkiste reingekriegt. War ziemlich geschmeidig. Wir werden es gleich sehen. Ich muss aufpassen, meine Adresse ist auf der anderen Seite. Und die Spannung steigt. Nanu. Ich guck mal vorsichtig nochmal rein. Nichts war drin. Hektarmit. Jetzt ist er völlig durchgeknallt. Jetzt hat er sich ein Tütchen Molly-Sand gekauft für zu Hause zum Spielen. Für eine Mini-Sandkiste. Ja, stimmt. So, hier haben wir das Kleine nochmal in. So, ich bin ja dafür für Leute, die ja sich auf eigene Beine stellen und ihren eigenen Betrieb aufbauen, beziehungsweise ihr Business. Und das ist jetzt einer davon, der sich da größte Mühe gibt, auf eigene Beine zu stehen. Und den sollten wir alle unterstützen. Und ja, ich habe schon ein paar von seinen Molly-Sand gekauft. Und hier nochmal schöne Grüße in der Nähe von Hamburg, ne? Moin, sagt man da. Und ja, klasse, auch deine Einladung. Ich habe da was gewonnen, also da komme ich gleich nochmal zu, wie das hier funktioniert. Und ja, also was soll ich da sagen? Ich mache es am besten mal so rum hier. Ja, passt mal wieder nicht ganz auf dem Bild drauf. Hab keinen Bock, mein Studio jetzt zu vergrößern. Und ja, was kann das sein? Ist keine Kackpfanne, ist also eine Goldpfanne, ne? Goldwaschpfanne. So, und das ist sein Logo von seinem Kanal und seine Adresse habe ich, glaube ich, gezeigt, wo er den Dirty Dirt kaufen könnt. Und ja, das ist goldhaltiger Konzentrat. Also wir fahren jetzt nicht nach dem Yukon jedes Jahr, das machen wir alle halbe Jahre. Und dazwischen machen wir das halt so, dass wir uns aus der ganzen Welt so Sand ankommen lassen. Oder was heißt hier so Konzentrat. Und das dann schön, das Grobe erst daraus. Manchmal ist auch noch Silber da drin und manchmal noch ein paar Edelsteine. Also jetzt stellt euch das nicht groß vor. Alles in so einem Mikrobereich. Aber das macht es ja gerade aus. Also Leute, die gerne was finden und suchen und Sammler sind und Spaß daran haben, so wie so ein Waschbär da irgendwo da rumzupaddeln. Ja, der braucht jetzt nicht unbedingt den Teich zu steigen, der kann sich dann so eine Tüte bestellen und dann zu Hause mit so einer Pfanne ja, anfangen, sein eigenes Gold zu waschen. Und wenn man genug von diesen kleinen Flakes hat oder vielleicht auch Nuggets, Mini-Nuggets, dann kann man sich da ein Loch durchbohren und eine schöne Kette rausmachen. Oder man gießt sich einen Mini-Barren. Ja, Witz komm raus, ne? Ja, das ist fand ich interessant hier von den Kollegen da, mir so eine Einladung hier zu schicken. Und der hat, wenn er da so ein Säckchen bestellt, da sind mal mehr und mal weniger Gold drin, glaube ich. Und wenn man dies und das noch da drin findet, das ist so eine Art Lotterie, sage ich mal vorsichtig. Obwohl Lotto spielen ist ja so eine Sache. Aber wenn man da so bestimmte Körnerzahl findet und lest euch das auf seine Seite genau durch, da müsst ihr ein paar Minuten für opfern. Aber dann habt ihr das dann irgendwann verstanden, wie das System funktioniert. Und ja, der macht sich die Mühe, dann unterschiedlich was da reinzupacken. Dann wird da so eine, wenn man dann Glück hat, da gibt es auch so Säcke, wo man, wenn man Glück hat, das habe ich bei einem gesehen, ich glaube, irgendein hat er den geschickt, der hatte da prompt so einen kleinen Silberbarren drin. Also jetzt nicht einen natürlich, sondern schon so einen gegossenen und so als Bonus. Und ich habe ja keinen Blumenpott diesmal gewonnen. Diesmal habe ich eine Eintrittskarte gewonnen. Ich glaube, das kann ich zeigen. So. Ja, man kann es nicht sehen. Also, das fand ich interessant. Die war außen an dem, was ich gerade ausgepackt habe, dran festgepackt mit Tesafilm. Und das ist der Originalzettel, wo ich gezogen worden bin bei ihm auf dem Kanal. Und da konnte man auch noch andere schöne Dinge gewinnen.
Und ich habe jetzt die Einladung zum virtuellen Yukon zum Fischen, nein, zum Goldangeln, nein, wie nennt man Goldwaschen, genau. So, ja, da sind wir ja schon fast durch. Also das ist so eine Geschichte, was ich immer gerne mache, so eine besinnliche Zeit und dabei noch Kohle machen. Das macht Spaß und ja, wenn ich dann fertig gewaschen habe, packe ich alles in eine Tüte und verkaufe es weiter. Ne? Also kann man auch machen. Nein, ich habe schon ein halbes Kilo Silber und 3 Kilo Gold in der Ecke liegen und wenn der Goldpreis stimmt, verticke ich das natürlich. Ne? Also irgendwann lohnt sich das ja. Man muss noch am Ball bleiben. Naja, ich zeige euch das jetzt nochmal da rein. Ja. Ja, und jetzt habe ich noch ja, einen Dankesruf. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe ja treue Zuschauer, das muss ich noch mal eben loswerden. Es hat übrigens geklappt, ne? Also hier der Heini, der immer den Daumen nach unten macht. Ne? Und wo war es jetzt? Ja, MP, RCKs, schöne Grüße an dich. Der Honigmann nenne ich dich mal. Du hattest mir eine Kommentare reingeschrieben, dass hier mein Heater, ein Stalker oder was, ja gar nicht mein Filmchen bis zum Ende guckt, um dann wieder mir einen Daumen nach unten zu geben. Doch, das macht er ja. Das glaubt man gar nicht. Lacht mich kaputt, hab mich bepisst vor Lachen. Ne? Hat da schön Daumen nach unten gemacht. Also, wie kann man nur so hirnrissig sein, wenn man meine Filme nicht mag, so trotzdem zu gucken? Das ist krank. Also, Kollege, schalt doch einfach ab und verpiss dich. Ne? Und ich wollte dir nochmal sagen, also, ob wenn du Männchen oder Weibchen bist, also die Männer, die so eine Scheiße machen, ne? Die haben so ein Klein. Ne? Und die Frauen, die haben eine Mumu, da kann man Teller reinschmeißen. Das nochmal nebenbei. Ne? Also, so ein Stuss. Ach so, und wenn du da gerade bei bist, du hast ja schon fleißig weitergepflastert mit deinem Daumen nach unten. Dann mach doch die anderen 1020 Stück von meinen Filmchen auch noch mal einen Daumen nach unten. Das wäre mal nett von dir. Dann hast du auch mal eine Aufgabe, ne? Dann ist sie nicht so langweilig, ne? Und ich freue mich der Dinge dann über deinen tollen Daumen. Ne? Vielleicht solltest du den mal woanders reinstecken, im Mund so oder woanders. So. Da habe ich keine Lust mehr. Auf jeden Fall tofte Unterhaltung. Ich muss darüber lachen, tut mir leid. Ne? Aber wie kann man nur so krank sein? Ne? So was Dämliches. Ach so, wollte ich auch noch sagen. Bei YouTube ist das so, ne? Bewertung, Kommentare und alles, das wird zusammengerechnet. Auch der Daumen nach unten. Jetzt hör zu, mein guter Stalker. Da kriege ich Binunzen für. Ne? Selbst deine Scheißbewertung, die Negativbewertung, macht Kohle in meine Kasse. Ne? Und da kaufe ich mir schöne Sachen für. Na, alles klar, so, ich muss mich wieder einkriegen. Jungs, das war jetzt ein kleines Filmchen, so zwischendurch mal. Und ja, dann sehen wir uns in Holland wieder. Was war noch? Oder beim, wollen wir mal gucken, jetzt geht es ja auch los mit dem Workshop. Da bin ich mal interessiert, da hinzufahren. Ne? Und unser Verein, falls da einer zukommt, der sollte mal jetzt mal irgendwann mal einen Link machen, wo man das Geld überweisen kann für unser Toilettenhäuschen. Das wäre mal schön. So, jetzt reicht's. Jetzt habe ich mich genug amüsiert hier. Dann nochmal schöne Grüße an Mo und an Machtnix und an, kennt er ja schon, ne? Wer fehlt noch? Mo, Machtnix und Berserker. So, bis dann, ne? Und jetzt haben wir ja noch ein RC, eine MP. RCKs, sowas, ne? So, und denn, wenn du dein Honig fertig gemacht hast, das erste Glas hätte ich gerne. Also das kaufe ich dir ab, ohne Scheiß. Ich esse gerne Honig, ne? Und der selbstgemachte Bienenhonig, wirklich geil, ne? Also, bis dann, das war's jetzt. Ding, 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 ding. Vergesst nicht, die anderen 1000 Filmchen auch noch den Daumen nach unten zu machen. Tschö, war. Okay.